Ja? So, denn unsere Superstars, die wir heute hier zu Gast haben, absolute Weltstars. Heute hier, sie haben bei mir in der Sendung ihre Karriere begonnen und sie werden sie heute hier auch wieder beenden. Nein. Modern Talking sind heute hier. Dieter Bohlen und Thomas Anders. Wir hatten sie bisher nur getrennt in diesem Studio. Ja? Und heute sind sie zusammen hier mit ihrem Mega-Erfolg, ihrer aktuellen neuen Schallplatte. Ich spiele mal kurz ein. Stimmt was nicht? Na? Ja, passt. So. Ich wollte nur kurz ein kleines Medley spielen, ja? You can win if you want, brother Louis, Louis, Louis. Das waren schon mal zwei Lieder in einem, ja? Und es könnte auch eins gewesen sein. Aber dazu mehr später. Danke. Dieter Bohlen und Thomas Anders, Modern Talking, back for good. Hallo. Thomas, Hallöchen. Hallo, Schmucki. Und Dieter, wir brauchen Sitzgelegenheiten für die beiden Herren. Ja, da kommen sie schon. Ja. Mein kleiner grüner für Kaktus. Für euch war mir nichts teuer genug. Nicht zu spitz genug. Ja. Wie geht's denn? Gut. Sensationeller Erfolg. Ja. Nummer eins hier, Nummer eins da. Ja, überall Nummer eins. Wie viele Platten habt ihr mittlerweile schon verkauft? Dieter, bist du immer Experte? Ja, also in Deutschland sind wir jetzt also über 1 Million Alben. Wow, da muss er gerade mal Lied aufspielen, oder? Ja, und auch Platin mit der Single und in den Nachbarländern auch überall Nummer 1. Echt? Ja. Ich habe gehört, ihr geht also jetzt da, richtig wovon auf, du immer träumst. Auf, ja. Ihr geht jetzt richtig auf internationale Tournee. Ja. Wo geht's als nächstes hin? Ja, wir machen erst unsere Deutschland-Tournee. Das ist ja richtig. Einen Monat durch Deutschland, dann geht's nach Russland, also GUS sozusagen. Und dann spielen wir im Kreml, da sind wir echt stolz drauf, am Roten Platz. Ja, da ist ja auch der Lenin einmumifiziert. Ja, genau. Und danach kriegen sie für euch da auch noch ein Plätzchen. Ja, danach gehen wir nach Spanien und so erstmal europamäßig und dann im Herbst so Südamerika und dieses. Wird es denn eine richtig neue Platte von Modern Talking geben? Also das ist ja jetzt die sensationell erfolgreiche mit den ganzen großen Hits und vier neuen Titeln. Wird es in absehbarer Zukunft? Klar, wir werden also wahrscheinlich im Herbst ein ganz neues Studioalbum machen. Ja. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir dann an den Erfolg da anknüpfen können. Ihr habt euch wieder richtig lieb jetzt. Ja, kann man sagen. Ja? Ja. Zeig doch mal. Wie? Sollen wir jetzt knutschen oder was? Warum nicht? Da schäme ich mich immer so. Ach komm, jetzt mach doch mal. Ich spiele auch für euch ein Lied. Oh, das ist toll. Warte mal. Ja, was war das für ein Lied? Brother Louis, würde ich sagen. Brother Louis, Bruder Ludwig. Ja? Gerade noch erkennen. Die original englische Version von Frère Jacques, Bruder Jakob. Oh, ich sehe gerade, wir haben noch etwas vorbereitet. Dieter, du warst ja auch recht häufig hier zu Gast. Du warst ja auch schon mal bei uns zu Gast. Und wir haben mal so eine kleine Dieter Bohlen Intimstory verfasst. Nicht? Wir haben ja schon viel zusammen gemacht. Zeigen wir doch mal gerade. Bisher ging es ganz gut. Ja? Der Tag war bisher schön. Endstation Sehnsucht. Das ist jetzt auch wirklich erreicht. Naja, und so geht das dann immer weiter. Du bist ja schon sehr lange im Schuhgeschäft, ne? Richtig, ja. 10 Jahre. Also eigentlich schon länger. Also 10 Jahre habe ich jetzt Erfolg. Da gibt es ja ganz wenige, die das schaffen. Dann sing doch mal dazu. Hör auf mit deinem Singen, das nervt mich jetzt. Jetzt zum Beispiel im Sommer sollte ich Old Shatterhand in Segeberg spielen. Das ist kein Gag. Normalerweise also liegen meine Haare auch nicht so gut. Da gibt es diese beiden sehr handlichen Geräte. Ja? Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. Das ist dann also, dadurch liegt das dann auch immer sehr gut. Das macht man immer so. Buonasera, Senorina, buonasera. Nee, gefällt mir nicht. Nee? Nee. It's time to say goodbye to Napoli. Buonasera, Senorina, buonasera. Das ist der Übergang vom Nadelbaum. Früher gab es ja nur auf der Welt Nadelbäume. Und irgendwann kamen dann die Blattbäume. Und da sieht man sogar noch so ein bisschen so diese Nadeln drin. Ah, hast du den extra für deine Freundin angepflanzt hier? Weil die heißt ja auch Nadel. Man hat ja manchmal ein bisschen so einen Eindruck, er sei so ein kleiner Macho. Ist aber nichts dran, ne? Aber nichts dran, nee. Ich hatte schon Frauen vor Nadel in meinem Leben. Ja, wer war denn zum Beispiel dabei? Vielleicht jemand, den man kennt, so aus dem Showbusiness?
Inge Meisel. Ja, Inge Meisel war das nicht. Also, na, ich war mal zum Beispiel mit Sabrina zusammen. Sabrina. Meine Fans sind die besten, sehen super gut aus, hübsche Mädels ohne Ende und auch gute Jungs. Ja, gute Jungs auch, sehen die auch gut aus. Ist nicht mein Ding, gar nicht. Ja, was Dieter Bohlens Ding ist, das erfahren wir gleich. Ja, es ist, also wir, also das, Ja, unsere kleine Geschichte mit Dieter. Da waren ja Sachen, da sah ich ja auch noch total scheiße aus. Stimmt. Da hat sich ja nicht viel geändert. Ja. Ja, wo war stehen geblieben? Genau, lass mal ein bisschen nicht wieder wegschmeißen, Dieter, hast du das schon mal gemacht. Das war übrigens auch ein Lied, der hat mir sehr gut gefallen. I wait 6 years, 6 nights for you. I give my heart to you. Na, komm, da. I will wait, I will rain. Ja? You're my heart, you're my... Ja, du musst auch entdeckt werden, sing mal. Ich kann den Text nicht. Ja, du merkst es. Das wäre uns jetzt nicht aufgefallen. Ja. Sag mal, ich habe mal versucht, die Texte so ein bisschen zu analysieren jetzt gerade. Was mir besonders gut ist, ist ja Sherry Sherry Lady. Ne? Auf Deutsch Kirsche, Kirsche Dame. Ja, oder Bruder Ludwig. Bruder Ludwig oder Geronimo's Cadillac wäre quasi sowas wie Gerhards. Gerhards VW Golf. Na, ich meine, so eine Zeile wie Pipi, haben wir euch alle lieb. Ja, da musst du erst mal drauf kommen. Also, ist auch nicht so die Ausgeburt des Wahnsinns, oder? Ja, unbedingt. Was findet ihr das schwer, die Zeile? So, wie lange hast du gebraucht? Bis es mir die eingefallen ist. Ja, ich habe einmal Fernsehen geguckt, ein bisschen geklaut bei meiner Ex-Frau und das war. Ja, stimmt. Habt ihr euch eigentlich damals bei mir in der Sendung kennengelernt? War das eigentlich richtig? Ja, so mehr oder weniger. Ja, damals beim Mal gucken hat sich Dieter Bohlen und Verona Feldbusch kennengelernt. Hatte ich nicht von muss man sagen. Ja. Nee, aber ich sag mal, wenn ich die Leute in die Scheiße reite, dann hole ich sie aber auch wieder raus. Das ist eine mir eigene Art. Nee. Markus, was? Ach so, ich sehe gerade, wir haben. Das ist ein Thema gerade. Ja, ach, ihr passt gerade zum Thema, genau. Das ist unser Hase Elvis hier hinten. Und der erlebt immer spannende Sachen und trägt dann immer in Reimform vor. Und Elvis hat diese Woche auch wieder was erlebt. Und schauen wir mal gerade, was er diese Woche erlebt hat. Ja, ich weiß nicht, ob du uns da mehr zu sagen kannst. Nee, also der Gentleman schweigt. Oh, ich sehe gerade, wir müssen schon wieder Video gucken. Was haben wir denn jetzt im Video? Was? Achso, ja, gucken wir einfach mal. Wir sind gleich wieder da und dann werden wir hier gemeinsam singen. Ja? Ich hab's geahnt. Ja. Bis gleich. Oh, da sind wir schon wieder. Dieter Bohlen und Thomas Anders heute hier zu Gast. Ich muss mal gerade gucken, seid ihr eigentlich auch im großen Lexikon des deutschen Schlagers vorhanden? Mit deutschen Schlager haben wir eigentlich nichts zu tun, oder? Was? Mit deutschen Schlager haben wir eigentlich nichts zu tun. Was? Find schon. Find's nicht? Das ist ja Englisch, oder? Stimmt, ist Englisch, aber warte, ich wette, du bist da trotzdem drin. Bo, 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 bo. Warte mal, du bist auch bestimmt mit Foto drin, weil so Spaß lässt sich ja keiner entgehen. Ah doch, hier, das ist irgendwann Dieter Bohlen, stehst drin. Im großen Lexikon des deutschen Schlagers. Deutscher Sänger, Produzent, Komponist, Keyboarder, Gitarrist, komponierte unter anderem für seine eigenen Bands Modern Talking und Blue System, außerdem für Peter Alexander. Für Peter Alexander? Ja. Für Peter Alexander hast du was gemacht? Ein Album, ja. Tag der kleinen Helden, was ist das denn für ein Lied? Von Peter Alexander. Ja, das steht hier drin. Ja. Sing mal. Ich keine Ahnung. Ich habe jetzt 800, 900 Titel gemacht. Ich kann die ja nicht alle singen. Wieso? Ich kann die nicht alle? Nö. Ich meine, wenn man wie du 6 Titel komponiert hat im Leben, dann hat man die. Aber ich meine, bei den vielen Titeln, also du könntest mir jetzt auch bestimmt 20... Aber meine 6 Titel, die habe ich alle behalten. Das ist ja auch kein Problem. Ne? Ich weiß immer so die letzten 3, 4, die ich gemacht habe. So. Aha. Sag mal, dieses Remix hier, ne, was bei uns auch immer rauf und runter genudelt wird, da habt ihr ja einen Rapper da zugenommen. Ja, Eric Singleton. Eric Singleton. Geht der auch Eric mit auf Tour? Nee, aber den sehen wir am Freitag. Was ist denn der? Am Freitag sehe ich den wieder, machen wir ein paar Sachen mit ihm. Was denn? Oh, der rappt. Der rappt?
Ein Rapper rappt. Ja. Genau. Und, also, er kommt nicht mit auf Tour, aber wir haben schon ein ziemlich umfassendes Programm. Also, wie spielt er denn? Richtig mit Vollplayback? Oder? Nee, wir haben 9 Leute auf der Bühne. Ach, so richtig mit Menschen. Richtig. Und die spielen alle live? Alle voll live. Thomas macht so eine Viertelstunde seine Sachen. Ich mache auch ein bisschen Blue System. Ich singe auch so Sachen wie Midnight Lady und sowas. Und echt, dann das hast du ja mal bei uns gesungen. Genau. Ich weiß gar nicht, haben wir das eigentlich da? Und dann so unsere 20 Hits so spielen wir. Und dann kommen wir auf ein Programm, sage ich mal, von 2,5 Stunden. Und ich hoffe eben, dass den Leuten das gefällt. Ja. Die großen Hallen, jetzt Berlin ist ausverkauft mit 9.000 Leuten. Wow. Da machen wir auch wo noch spielt ihr denn hier in der Gegend? Ich muss unbedingt kommen. Ja, wir sind in Köln. Nein, in Köln sind wir nicht. Oberhausen. Also Oberhausen. In Arenas, genau 14.000 Leute rein. Ende Mai, das müsste, glaube ich. In Hamburg sind wir. 29. Hamburg, 2. Juni. Alle müssen nach Hamburg kommen. Ja. Hamburg ist ganz wichtig für mich. Ja. Wieso? Ich meine, in meiner Stadt möchte ich natürlich, dass da mindestens noch 2.000 Leute. Wieso, was heißt in deiner Stadt? Du kommst doch aus Tötensinn. Ja, aber Hamburg, ich meine eigentlich... Das aus Hamburg. Ja, ich war mal in Tötensinn, ich war doch mal da bei dir. Du hast gesagt, lass dich leben. Ja, genau. ich wollte, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ja, was ich auch interessant finde, hast du eigentlich mal, du hast ja dann auch eine Solo-Karriere danach gestartet, du warst ja auch mal bei uns zu Gast, hast du eigentlich mal an Wettbewerben teilgenommen, an musikalischen Wettbewerben? Mhm. Zum Beispiel? Ach, da war ich noch ganz klein, war ich glaube ich 15 oder 16, da habe ich halt eben Talent. Das heißt, steh mal auf. Das heißt, hier, da war ich ganz klein. Heute bin ich viel größer. Ja. nach 15 oder 16 irgendwas war ich. Und da hast du was gewonnen? Da habe ich auch gewonnen, ja. Echt? Was hast du gesungen damals? Das weiß ich, kann ich nicht mehr sagen. Keine Ahnung. Dieter hat ja auch schon mal einen Titel für einen Grand Prix geschrieben. Doch, ich weiß, was ich gesungen habe. Was denn? Damals habe ich gesungen. ich weiß noch, war auch eine Grand Prix-Nummer, ist mir eingefallen. Dieses Kisses for Me. Ach ja, Kisses for Me. Genau. Save all your kisses for me. Brotherhood of Man. Bye bye, baby, bye bye. Kann ich mich noch sehr gut erinnern? Ja. Da, da, di, da, da. Gesundheit. So, jetzt kommen wir zu unserem musikalischen Gast heute in der Sendung. Die Terrorgruppe ist hier und wir schauen uns, glaube ich, erstmal einen Videoausschnitt an. Ist das richtig? Ja, richtig. Ja, und dann sind sie gleich da. Da ging es aber ganz schnell aus der Nummer raus. Meine Güte. Dieter, wie hat dir Terrorgruppe gefallen? Das ist nicht so mein Ding. Ist nicht deine Musik? Nee. Nee, aber ihr habt doch hier diese schönen Dinger von ihnen bekommen. Wo sind sie denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Hä? Hast du sie, wo habt ihr hin? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Sag mal. Ach, hier, ich hab sie, alles klar. Das muss man doch zeigen, guck mal. Wir haben extra für dich was gebastelt. Das muss man doch anerkennen. Hier. Ja, aber das war ja früher nicht so, wir haben uns das ja nicht selber um den Hals gehängt, die eigenen Namen. Ne? Das war ja ein bisschen anders. Ach so, aber ich finde das sehr gut. Ja. Dili und für Thomas, wie so Stulle. Also ich muss ein bisschen, ja. Ich habe mir was mitgebracht. Was ist eigentlich aus dieser Kette geworden? Du hattest doch schon mal. Weil es ist ja dein gutes Recht. Ruhe jetzt. Er hat schon mal jemanden gehabt, den er ganz toll fand. Wer, ich? Ja. Lass mal sehen. Sieht man das? Das ist Stefan Raab. Das ist einfach geil. Lars. Wo war das denn? Wo hast du das her? Ja, ich habe noch mehrere schöne Sachen. Hier haben wir auch noch, guck mal, Foto, ganz viele, Stefan. Das ist ein Abiturfoto. Guck mal hier, ganz viele Fotos haben wir da. Und hier ist er in der Mitte. Da sieht man ihn. Wo ist er? Wo habt ihr denn das her? Tja, das bin ja nur ich. Ja, ja, klar. Wie habt ihr das denn gemacht? Das ist, von meinem Abitur. Wo hast denn du das her? Kennst du einen? Ich habe überall meine Connections. Das ist ja geil. Das ist das Original. Ich schenke sie dir. Ja, danke. Ja, wo ist das hier? Erzähl doch mal. Das habe ich von einem ehemaligen, wie heißt das hier, Mitabiturienten. Von mir? Mhm, logisch. Von wem? Von Axel. Kennst du Axel? Axel Schander. Ja. Du Arschloch, wo bist du? Wenn ich dich erwische. Der war schon, konnte ja schon immer noch nicht, schon nie konnte ich den leiden. Stimmt, der hat mir mal erzählt, dass er dich kennt. Ja. Ja. Das ist aber auf der Hilfsschulabitur. Da kannst du mal sehen. Was meinst du? Ich habe gefragt, ob es auf der Hilfsschulabitur gibt. Ah, auch ein Sonnenschiss. Ja. Ich muss sagen, alle Achtung, guter Lacher, den der Dieter hier vorbereitet hat. So, jetzt gibt's was ganz Interessantes, denn auch Thomas war ja schon mal bei uns und auch Dieter war schon mal bei uns. Und jetzt gucken wir mal, Thomas hat damals bei uns musiziert, ja? Live mit den Rias Boys. Schauen wir doch mal rein, wie das war. Open my eyes.
gucken, Thomas. Das war gar nicht so einfach. Auf Tango. Auf Tango, das zu machen. Ja, ja. Ja, wenn man nur mit Bum-Bum groß geworden ist, dann ist das. Aber ich kann noch Tango, wie man sieht. Du kannst auch, dann kannst du auch tanzen, Tango? Nee, nee, kannst du nicht. Oh, ich sehe, wir haben noch eine Matz. Das war, glaube ich, die Sensation im deutschen Fernsehen überhaupt. Denn das erste Mal, ich glaube, das erste und einzige Mal, hatte Dieter Bohlen live gespielt und gleichzeitig dazu gesungen. Stimmt doch, oder? Das ist wohl wahr, ja. Ja? Und du hast es auch nie mehr woanders gemacht. Ja? Nee, man fragt mich ja sonst nicht. Und die Leute wissen warum. Dieter Bohlen hat bei uns live gespielt und dazu gesungen. Ja, und ich habe, glaube ich, auch noch gelegentlich die zweite Stimme dazu gegeben. Dieter Bohlen sang ein Stück von. Wie hast du zweite Stimme so? Was? Zweite Stimme? Kannst du nicht zählen? Eins, zweite Stimme. Ein Lied von dem Kollegen, für den du geschrieben hast. Midnight Lady, ja, wie hieß er noch? Chris Norman. Ja, schauen wir mal gerade rein, wie das war. Smoking. Midnight Lady. Sendung nicht nur live gespielt und live gesungen und ich dazu noch auf der singenden Gurke, ja, sondern auch Verona war in dieser Sendung. Ja. Ja, Dieter, tut mir leid, ich konnte nichts dafür, ich wusste nicht, aber du hast das selber. Da war ich ziemlich erkältet. Was? Da war ich ziemlich erkältet, das weiß ich noch. Ja, und ich erst mal, das hast du ja hier gehört. Ich war total am Zittern. Lass uns doch mal was spielen zusammen hier. Was wollen wir denn spielen? Was kannst du denn? Wie, was kann ich? Ich kann alles, du musst nur sagen. Ich muss nur bis drei zählen. Eins, zwei, drei. Was ist denn? You can win if you want. Wie heißt das? Brother Louie oder ist das You Can Win If You Want? Wie geht der Text davor? You Can Win If You Want ist ganz anders. Ach so. You're No Good, Can't You See heißt das. Sing das mal. Ja. Du sollst singen, ich kann es singen. Ich sehe gerade, wir müssen Werbung machen. Schade. Schade. Und das ist das sensationelle, erfolgreiche neue Album von Modern Talking, Back for Good. Klingt ein bisschen wie ein Titel von Take That für mich. Nicht nur ein bisschen. Ja. Ach so, ist extra so gedacht. Ist extra so gedacht. Ja, und das ist die Single You're My Heart, You're My Soul im 98er Remix. sah euer erstes Cover nicht auch so aus? Nee, auf dem ersten Cover waren Turnschuhe und Lackschuhe. Ja, wie? Da waren wir nicht drauf. Also, das war auch so die. Ach, da haben Sie beim ersten Mal nicht den Fehler gemacht. Nee, wir haben einfach gedacht, also wir wollen das erstmal so starten. Und viele haben dann eben auch wirklich gedacht in Deutschland, wir sind irgendwie eine englische Gruppe am Anfang. War das auch dein erster großer Erfolg? You're My Heart, You're My Soul. Mit Modern Talking? Nee. Ich hatte also vorher schon ein paar goldene Schallplatten für andere jetzt eben komponiert. Ach, tatsächlich? Mhm. Man hat mir immer gesagt, mir wurde immer erzählt, dass sie dich anfangs immer rausgeschmissen haben mit Modern Talking. Die haben gesagt, geh woanders, wir wollen den Scheiß nicht. Und dann hast du so lange genervt. Das stimmt nicht? Nee. Stimmt nicht. Ja, dann war das die erste Nummer war You're My Heart, You're My Soul, die wir aufgenommen haben. Ja. Ja, ich gratuliere recht herzlich dem großen Erfolg. Hoffe, dass es europaweit so weitergeht. Modern Talking, Dieter Bohlen und Thomas Anders, das ist die aktuelle CD. Weiterhin viel Erfolg. Und tschüss. Dieter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.